Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Emissionsfreie Mobilität zum Durchbruch verhelfen, so lautet der Titel des heute unter anderem zu debattierenden Antrags der Grünen. Und ich denke, emissionsfreie Mobilität, das ist etwas, das wir uns alle ja durchaus für die Zukunft wünschen. Doch ganz so einfach, wie Sie es in Ihrem Antrag darstellen, ist es dann in der Realität eben doch nicht, aber immer der Reihe nach. Wenn man Ihren Antrag zu lesen beginnt, dann klingt ja vieles zunächst eigentlich begrüßenswert. Auf den vorliegenden 4 Seiten schreiben Sie zu Beginn, fasse etwas zusammen, Deutschland sollte auch im 21. Jahrhundert Vorreiter und Innovationsführer einer nachhaltigen Mobilität sein. Erneuerbare Energien sollen das Rückgrat zur Reduzierung von Schadstoffen und Emissionen auch beim Automobil werden. Das Auto der Zukunft ist vernetzt, zunehmend selbstfahrend und kombinierbarer Teil der Reisekette. Ich denke, bis dahin könnte man dem ja durchaus zustimmen. Liest man Ihren Antrag jedoch weiter, dann zeigt sich, dass Ihre Vorschläge zur Erreichung dieser Ziele in vielen Punkten einem Wunschdenken entsprechen. Und das hat mit der Realität nicht viel zu tun. Die Realität ist komplex und komplexe Probleme erfordern gut durchdachte, umsichtige und kluge Lösungen. Und das, meine Damen und Herren, das gilt ganz besonders im Autoland Deutschland. Wir haben Verantwortung für Arbeitsplätze und für die Zukunft dieser Schlüsseltechnologie, meine Damen und Herren. Es sind dauerhafte und nachhaltige Lösungen, die wir brauchen, um den großen Herausforderungen im Mobilitäts- und Verkehrsbereich zu begegnen. Der Personen- und Güterverkehr wird allen Prognosen nach in den nächsten Jahren noch einmal deutlich zunehmen. Und in einer hochmodernen Gesellschaft mit einer leistungsfähigen Wirtschaft sind wir auf eine schnelle, flexible und sichere Mobilität angewiesen. Auf der einen Seite diese Herausforderung, auf der anderen Seite muss der Verkehrssektor seinen Beitrag zu den Klimazielen leisten und auch die lokalen Schadstoffemissionen, die dürfen wir natürlich keinesfalls aus dem Blick verlieren. Aber noch einmal, Deutschland ist Autoland, Wohlstand und Innovationskraft hängen eng mit der Entwicklung und dem Bau von Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten zusammen. Und damit das so bleibt, und da besteht gar kein Zweifel, muss Deutschland bei den Themen Elektromobilität und alternative Antriebe, aber auch beim automatisierten und autonomen Fahren und bei neuen innovativen Mobilitätskonzepten ganz vorne mit dabei sein. In der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode haben wir bereits viel unternommen, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten, weshalb ich auch ein Stück weit Bilanz ziehen möchte. Erst kürzlich haben wir das Straßenverkehrsrecht so geändert, dass automatisiertes Fahren auf dem Weg zum autonomen Fahren auf deutschen Straßen möglich ist. Mit dem Elektromobilitätsgesetz haben wir Bevorrechtigungen für Elektrofahrzeuge geregelt und der Bund nimmt viel Geld in die Hand, wie beim Paket für die Elektromobilität mit der sicherlich umstrittenen Kaufprämie und aber auch vor allem dem Förderprogramm für die Ladeinfrastruktur. Jüngste Zahlen nun, meine Damen und Herren, zeigen, dass die Förderungen langsam greifen und das Interesse steigt. Das Ziel, das wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, 1 Million Elektrofahrzeuge 2020, wird infrage gestellt. Sicherlich. Allerdings haben wir auch noch andere Ziele vereinbart in der nationalen Plattform Elektromobilität, zum Beispiel 6 Millionen bis 2030. Und dieses Ziel halte ich durchaus für realistisch. Umso wichtiger für den Ausbau der Elektromobilität ist aber die Ladeinfrastruktur. Anfang des Jahres gab es den Startschuss für den flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur, mit dem in den nächsten Jahren 15.000 Ladesäulen entstehen werden. Und ich bin sehr froh, dass dieses Programm sehr gut angenommen wird. Mit dem nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, das nun in seine zweite Phase gestartet ist, haben wir viele Fortschritte für den Einsatz der Brennstoffzelle im Mobilitätsbereich erzielen können. Auch der Aufbau eines flächendeckenden Netzes von Wasserstofftankstellen ist in vollem Gange, damit wir bis 2019 eine Grundversorgung garantieren können. Es ist unser Ziel, bis 2023 400 Wasserstofftankstellen in Deutschland zu etablieren. Jetzt wird man ja, wenn man sich mit den alternativen Antrieben beschäftigt, immer wieder gefragt, was wird sich durchsetzen? Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Wasserstoff, andere alternative Antriebe. Ich glaube, die Frage ist für uns als Politik ja gar nicht so entscheidend, sondern wir müssen technologieoffen sein, eben dass wir auch weiterhin an der Spitze stehen in der Mobilität der Zukunft in unserem Land. Vieles ist also auf einem guten Weg, aber neue Technologien brauchen Zeit, um sich auch sozial und ökonomisch nachhaltig zu entwickeln. Ziel unserer Förderung muss es immer sein, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Technologien voranzubringen, damit sie am Ende des Prozesses eben ohne staatliche Hilfen und Subventionen auskommen. Nicht zuletzt muss die Energiewende weiter voranschreiten, denn eine Elektromobilität ohne erneuerbare Energien verlagert das Problem der CO2-Emissionen nur aus den Innenstädten hin zu den Kraftwerken. Nachhaltigkeit heißt, ökonomische, soziale und ökologische Aspekte in Einklang zu bringen, und nur dann kann eine erfolgreiche Transformation gelingen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie scheinen in Ihrem Antrag ganz genau das, was ich gerade dargestellt habe, völlig vergessen zu haben. Keine Frage, interessante Ideen sind enthalten, beispielsweise die Forderung, dass innerstädtische Flotten wie Lieferdienste, Taxis, Pflegedienste stärker in den Fokus genommen werden müssen, dass Hemmnisse im Wohn-, Eigentums- und Mietrecht beseitigt werden müssen. Das sind allerdings auch alles Punkte, die wir in der kommenden Legislaturperiode angehen wollen. Ihre Forderung hingegen, ab 2030 ausschließlich Autos mit abgasfreiem Antrieb zuzulassen, entbehrt jeglicher Grundlage, ist fernab der Realität. Als Politiker sind wir doch gefordert, die Autofahrer, die Mobilitätsnutzer mitzunehmen auf dem Weg der Mobilität der Zukunft. Aber wir sind hier nicht in einer Planwirtschaft, in der unrealistische Parteitagsbeschlüsse umgesetzt werden, ohne gründlich geprüft zu haben, ob diese Vorstellungen überhaupt realistisch sind. Und jetzt kann ich es Ihnen ja auch nicht ersparen, das bereits angesprochene Video noch mal zu thematisieren. Es wurde ja diese Woche schon einige Male im Bundestag angesprochen. Der Herr Kretschmann hat da ja sehr deutlich seiner Partei ein Stammbuch geschrieben, wo er die Probleme sieht mit solchen Beschlüssen, wie wenig realistisch er es hält. Ja, zum Beispiel hat sich ja kürzlich einen neuen Diesel gekauft. Jedenfalls Aussagen von Herrn Kretschmann war, ihr habt keine Ahnung, es seien Schwachsinnstermine, die gesetzt werden mit dem Jahr 2030. Kollege Gastel, Sie haben ja dann darauf hingewiesen, es gäbe einfach unterschiedliche Rollen zwischen Bundestagsfraktion und Grünen in Regierungsverantwortung und die Bundestagsfraktion müsse ja schließlich auch ihr eigenes Klientel bedienen. Nun gut, diese Diskussion mögen Sie dann gerne innerparteilich führen. Jedenfalls ein realistischer Blick führt zum Ergebnis, wir brauchen mittelfristig einen guten Mix von Elektroautos und Hybriden, aber auch Fahrzeugen mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren, die uns helfen, unsere gesteckten Klimaziele zu erreichen und Emissionen weiter zu vermeiden. Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin ein großer Befürworter der Elektromobilität. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich kürzlich sogar von Arnold Fahrts, mit dem wir da immer auch spannende Diskussionen führen können, nach Dresden eingeladen wurde, dort auch für das Thema werben konnte. Ich sehe durchaus die Chancen der Elektromobilität. Die Elektromobilität ist für mich die Zukunft, will aber auch nicht verhehlen, dass sie kein Allheilmittel ist. Und deswegen sollten wir auch nicht den Fehler machen, bestimmten Technologien den Vorrang zu geben. Förderung ja, aber Verbote nein. Und da trifft sich dann auch wieder die unterschiedlichen Denkweisen zwischen unserer Fraktion und denen der Grünen, wo es eben doch immer noch zu sehr um Verbote geht. Ich will jetzt hier keine Kommunal- oder Landespolitik machen, aber Stuttgart ist ja auch so ein Beispiel dafür, wo man jetzt sieht, wie der grüne Oberbürgermeister mit seinem Ansatz scheitert, wenn im Gemeinderat außer der Grünen-Fraktion keine einzige Fraktion den Vorschlag, Fahrverbote umzusetzen, in Stuttgart überhaupt unterstützt. Wir brauchen andere Lösungen, wir brauchen Maßnahmenpakete, wo wir auf Innovationen setzen, auf nachhaltige Mobilität und Fahrverbote vermeiden. Meine Damen und Herren, ich will zum Abschluss Danke sagen, auch allen Kollegen, die mit dieser Legislaturperiode ausscheiden werden. Ich will ganz besonders dabei Dirk Fischer erwähnen, der uns jüngere und neue Abgeordnete innerhalb der Unionsfraktion ja in die Verkehrspolitik eingeführt hat. Und ich freue mich nachher auf deine letzte Rede, lieber Dirk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Steffen Bilger. Nächste Rednerin, Sabine Leidig für die Fraktion Die Linke.